dass Sie mit dabei sind. Wir freuen uns heute auf ein tolles Spiel bei dieser WM 2018. Und gleich ist es hier soweit. Dann geht es los mit der Partie Südkorea gegen Deutschland. Und wir sind mittendrin hier in der Kasan Arena. Liebe Fußballfreunde, Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie herzlich zu diesem Spiel bei der WM 2018. In dem zwei richtig gute Teams aufeinandertreffen. Zwei Teams, von denen wir uns durchaus eine Menge erwarten. Sehen die Fans ganz genauso. Die Stimmung ist super und das Ganze schon seit Stunden. Hier ist richtig was los und auf dem Rasen gleich mit Sicherheit auch. Wir zeigen Ihnen heute die Partie Südkorea gegen Deutschland. 2010 hat man mit dem Bau der Kasan Arena begonnen und 2013 war es dann soweit. Da war die Eröffnung. Ja, hatte die ein oder andere Verzögerung gegeben, aber das Warten hat sich gelohnt, wie ich finde. Ist eine tolle Arena, sehr stimmungsvoll. Da können sich die Fans in Kasan wirklich freuen. Das ist die Aufstellung von Südkorea. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Das ist die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Und damit gehen wir rein in dieses WM-Spiel. Gruppenphase, dritte Runde. Wir freuen uns auf die Partie. Und die Fans hier in Russland natürlich auch. Eine prächtige Stimmung hier im Stadion. Unglaublich, was los ist. Also wenn das Spiel das hält, was ich eigentlich... Das ist noch gefährlich. Der Ball wurde weggefaustet. Schönes Pressing jetzt. Cool. Sie stellen die Räume aktuell sehr gut zu. Die Konsequenz, dieser Einwurf. Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Draxler. Sehr gut aufgepasst. Ein guter Doppelpass. Suk Yun-Yun. Und Müller. Thomas Müller ist auch ein extrem unangenehmer Gegenspieler. Der Kerl gibt keinen Ball verloren und überrascht immer wieder durch unorthodoxe Aktionen. Die DFB-Elf greift hier an. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Lee Jae-sung. Letztes Gruppenspiel, Buschi, immer eine schwere Aufgabe. Ja, Wolf, sind selten die offensivsten Spiele. Viele halten sich ein bisschen zurück, da wird auch die Taktik natürlich immer wichtiger. Man merkt, so langsam wird es intensiv, so langsam wird es dramatisch. Die Gäste könnten es heute packen und Platz 1 in der Gruppe erreichen. Heute ein Sieg, Wolf, und dann ist es das. Wäre natürlich eine... Werner! Junge, war das knapp! Ah, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle.
Jogi Löw kann es nicht glauben. Kein Tor in dieser Szene. Dabei wäre es doch so wichtig gewesen, um hier noch besser das eigene Spiel aufziehen zu können. Kim Song-yong, Kim Jin-su. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Jetzt die deutsche Mannschaft. Jetzt die Flanke. Keeper war dran, er faustet den Ball weg. Klasse Aktion, Ball ist weg. Jetzt in der Anspielstation. Da können sie erstmal klären. Hector. Timo Werner. Özil. Die Führung also jetzt. Und das haben sie sich wirklich verdient. Sehe ich auch so. Sind hier klar die bessere Mannschaft und das Tor ist eine logische Folge. Präziser Abschluss hier. Ja, ja, unter die Latte das Ding. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Deutschland hier, also mit der Führung. Kim Song-yong. Und da ist der Ball wieder weg. Deutschland mit Drang nach vorne. Super dazwischen gegangen. Da passt er auf. Ball geklärt. Thomas Müller jetzt. Draxler. Zurück zu Groß. Khedira. Vielleicht geht jetzt was für Deutschland. Immer noch gefährlich. Kuh. Wie sieht das Wetter aus, Uschi, heute? Nimmt das Einfluss aufs Spiel? Ja, also ist schon möglich. Der Ball wird bei Regen natürlich schnell und da rutscht einem Torhüter auch gern mal einer durch. Also die beiden Keeper müssen höllisch aufpassen. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Da passt er auf. Da kommt die Flanke. Tja, das war keine gute Flanke. Suk Yun Yun. Khedira. Groß am Ball. Pass auf die Außenbahn. Und direkt zurückgespielt. Özil. Thomas Müller. Jetzt vielleicht. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Immer wieder schüttelt er da den Kopf. Kein Tor, unfassbar. Kein Tor in dieser Szene. Und es wäre so wichtig gewesen. Lee Jae-sung. Son. Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Kim Jin-su. Das könnte eine Gelegenheit werden. Klasse Tackling. Kimmich. So, Nachspielzeit angezeigt. Gibt noch mal 2 Minuten drauf. Werner. So, was machen Sie draus? Weg ist der Ball. Zur Pause in diesem dritten WM-Gruppenspiel, also die knappe Führung. Und die müssen Sie jetzt verteidigen. Sie wollen den Sieg und bisher machen Sie es wirklich gut, machen viel richtig. Klasse Auftritt. Bist du bislang zufrieden mit Özil heute? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben Sie alle Trümpfe in der Hand.
Und damit gehen wir. Das ist noch gefährlich. Der Ball wurde weggefaustet. Jetzt die Flanke. Keeper war dran, er faustet den Ball weg. Timo Werner. Özil! Unparteiischer pfeift das Spiel wieder an. Pause ist zu Ende. Weiter geht's hier mit Hälfte 2. In diesem dritten WM-Vorrundenspiel bislang eine sehr interessante Partie. Guter Fußball vor allem. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Jetzt Thomas Müller. Werner. Gute Aktion. Groß. Er kann ihn nicht aufhalten. Flagge kommt ganz weit. Und jetzt die Chance. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Also da hatte er sicher schon schwierigere Aufgaben zu lösen. Jo, dass der Kasten da so leer ist, das hast du auch nicht oft. Aber am Ende fragt da keiner mehr nach. Tor ist Tor. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Jetzt steht es 2:0, das dürfte ihnen Ruhe geben. Kim Song-yong. Lee Jae-sung. Gute Aktion von Thomas Müller. Kimmich. Nun Khedira. Die DFB-Elf greift hier an. Schuss! Das ist der Treffer. Ein super Treffer in den Knick. Nichts zu halten für den Torhüter. Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Lee Jae-sung, Ballverlust. Wird's jetzt gefährlich? Draxler. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Flanke auf Müller. Den trifft er nicht richtig, daher überhaupt kein Problem. Bei ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Kurze Ecke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Und Khedira. Gute Aktion jetzt. Mesut Özil. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Kuh. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Jong-min Son. Weiter gefährlich hier. Hereingabe jetzt. Ja, da können sie nicht entscheidend klären. Nur Müller. Deutschland mit Drang nach vorne. Werner. Er zieht ab. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Klasse Leistung heute. Und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen.
Das sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Fängt diesen Ball ab. Goretzka. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Jetzt haben sie den Ball verloren. Klasse Aktion, Ball ist weg. Jetzt könnte es gefährlich werden. Stehen jetzt sehr defensiv, tun im Moment wenig fürs Spiel. Kim Min-Wo. Jetzt wird es gefährlich. Und jetzt ein Schuss. Ungefährlicher Ball und den hält er natürlich. Thomas Müller. Das sieht vielversprechend aus. Jetzt Thomas Müller. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Und da gibt er Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. Kuh. Suk Yun-Yun. Das könnte gefährlich werden. Ja, sie wollen offensiv ein bisschen mehr Druck erzeugen, wenn ich das richtig sehe. Und sie versuchen es mit langen Bällen jetzt. Okay, Wolf, jetzt kommt hier Leben in die Bude. Sie werfen alles nach vorne, erhöhen den Druck. Die Jungs wollen ein Tor, zur Not auch mit der Brechstange. Gute Aktion von Thomas Müller. 6 Minuten haben wir hier noch. Jetzt vielleicht mal Druck von Deutschland. Gut gemacht, der Ball ist erstmal raus. Goretzka. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Er war noch dran, gibt Ecke. Und jetzt wollen sie wechseln. Substitution for Germany. Coming off the pitch, number 7, Julian Draxler. To be replaced by number 23, Leroy Sané. Groß mit der Reingabe. Ohne große Mühe gehalten. Ja, da müssen sie mehr draus machen. Das war eine richtig gute Chance. Und jetzt Thomas Müller in der Offensive. Jetzt gibt es den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Und jetzt die Chance. Und da ist das Tor. Besser kannst du es nicht machen, wenn du eingewechselt wirst. Er macht sein Tor. Da setzen sie noch einen drauf und spielen es hier, und das finde ich gut, konsequent zu Ende. Kurz vor Schluss legen sie hier nochmal nach. Ja, das Spiel ist natürlich längst entschieden, aber klar, so eine Chance nimmst du trotzdem gerne mit. Hier nochmal dieser Treffer. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Den Spielverlauf konnte man heute dann doch so erwarten. Ja, sie liegen klar vorn und das natürlich vollkommen verdient. Sie werden ihrer Favoritenrolle gerecht. So, das ist der Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Eine einseitige Partie heute, fast ein bisschen langweilig. Der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung. Sehe ich auch so. Sie haben dem Spiel den berühmt-berüchtigten Stempel aufgedrückt und der Gegner konnte damit nicht umgehen. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Er hat großen Anteil am Sieg heute, eine klasse Leistung, Doppelpack. In der Form ist er unglaublich wichtig.